Sag mal, Martin, was liest du denn da gerade? Hm? Mario Simmel. Aha. Und du? Kursbuch Berlin-Brandenburg von 99. Tauschen? Nö, nee, also das ist mir nur wirklich zu trivial, ja? Schreibt man unbefriedigend mit IE? Ja, Schatz. Und schrumpelig? Schrumpelig. S-C-H-R-U-M-P-E-L-I-G. Und klitzeklein, schreibt man das zusammen? Ich glaube schon. Ja, aber sag mal, was schreibst du da eigentlich? Hm? Tagebuch. Über gestern Nacht. Oh. Klitzeklein schreibt man zusammen. Aber warum schreibst du nicht winzig? Genau, winzig. Ist auch ein viel besseres Wort dafür. Wofür? Schatz, das geht doch nur uns beide was an. Gut, aber ich bin doch euer bester Freund, oder? Und verfrüht? Ich weiß es nicht. Schreibt doch vorzeitig. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Vorzeitig. Ist besser, genau. Geht jemand mit schwimmen? Ja. Unbefriedigend, schrumpelig, winzig, vorzeitig, mein lieber Junge. Was deine Frau da wohl geschrieben hat? Der Service im Hotel ist völlig unbefriedigend. Das Obst, das auf dem Zimmer steht, ist schrumpelig. Und die Zimmer selbst sind winzig. Abends habe ich mich beim Hotelmanager beschwert, der aussieht, als sei er vorzeitig aus dem Knast entlassen worden. Später am Abend wollten wir noch miteinander schlafen, aber Wolfgang hat wie immer keinen hochgekriegt.